Ich gehe direkt Tedden drauf. Und Robby, Tedden und Robby. Robby, Kevlar, in Box. Da kann es der Ninja Boost! Oh, hat er mit dem Ninja Boost? Kit! Tedden hat ein Kit! Tedden, oh, großer. Oh. Oh mein Gott! Tedden! Oh. Tedden! Ah! Ah! So, einen wunderschönen lieben Tag, liebe Freunde. Wir befinden uns gerade im letzten Livestream des Jahres 2014. Wir machen jetzt hier ein internes 5 gegen 5 Subgame. Das wird jetzt ausgetragen, indem der gute Robby und die Vicky gegeneinander ein Live-Duell starten werden. Und derjenige, der dann gewinnt, der darf dann anfangen mit voten. Also es gibt halt Team Vicky und Team Robby und die werden dann einfach aus den anderen 8 Dudes halt ihr Team zusammenstellen. Ja. Und der Felix ist halt hier der große Spectator. Ja. In der Mitte sehen wir hier den Ringrichter Felix, der die Sache jetzt starten wird. Dann geht's aber los. Ja, go, hallo. Ich kündige es an, ich kündige es mal. Wenn ich die Flash hochwerfe, geht's aber los, Robert. Bist du frei da hinten? Das ist Vicky, Mann. Ach nee, das okay, ist doch okay. Okay. Victor, Vicky? Ich versteh's nicht. Dann los. Das will. So, ich geh mal bei Vicky drauf. So, Vicky macht erstmal den defensiven Push. Und Robby denkt, er muss gegen Felix knifen. Okay, da steht die Sache jetzt. Oh, jetzt ist er los. Oh, Vicky sticht daneben. Eieieiei. Ja, ja. Beide in Hit, oder? Beide in Hit. Und Vicky entscheidet die Sache für sich. Vicky. Ja. Okay, Vicky, jetzt vote rein. Jetzt schreib einfach in-game, wer immer in dein Team gehen soll. Und die Leute joinen dann einfach rein in die Team 7. Team Vicky auf der T-Seite hat anscheinend Köse, Farbrep und Ace gewählt. Vicky ist denke ich mal Last Pick. Ja, absolut. Der läuft jetzt schon raus. Ich absolut, als Sleepy geht raus, da gibt es Unstimmigkeiten. Wir sehen bei Robby, Joker, Tedden und Cool End. Bei den drei habe ich echt keine Ahnung, wie das rangtechnisch aussieht. Ja, das Ding steht. Und anscheinend Sleepy hat Vicky sich für Sleepy entschieden. Okay, war das ein guter Pick? Folgendermaßen. Die beiden also Teams werden jetzt gegeneinander knifen und das Team, was gewinnt, das hat dann die Map wollen. Also macht euch schon mal bereit, beim nächsten Restart geht's absolut los, da müsst ihr aber richtig gerade sitzen. Also für mich, ihr Team, bin ich. Und da werde ich die Sache ja einfach mal anfangen. Only Knife, wer schießt oder irgendwas macht, hat sofort Disqualifikation. Und wird beleidigt. So, schauen wir uns die Knife vor, Mann. Ich flieg mal in der freien Cam rum. Wir sehen alle 5 CTs, gehen tatsächlich lang. Die T's auch und wir gehen mal auf den Cooldown drauf. Oh, das ist seriös. Da gibt's direkt Time lang. Oh, das ist ein geiles Standoff da. Aber man sieht auch direkt, dass da trainiert wurde, wie sie nun her switchen. Wie auch oben drüber mit der Kamera, das ist richtig geil. Da wurde sich gut vorbereitet. Wir waren gerade drüber. Oh. Oh, da ist der erste Contact da hinten. Oh, da geht's in der Ecke. Da wird gestochen. Ja. Oh, der ist down. Oh, da gibt's einen Runden. Oh, cool, end mit dem M9 Slaughter, das geht rein wie Bull. Oh, aber Kösip, der kann's machen. Gehen wir mal auf den Küssep. Wo ist er? Robby noch mit 100 HP. Oh, der wird getrollt. Ja, die nächste Sache ist sicher. Ja. Okay, also Map war geht an Team Robby. Team Robby und da ist Robby mit dem aber Mad absolut da bei euch. In Ukraine, dann möchte ich mal bitte innerhalb der nächsten Minute eine Auswahl. Da ist es Mirage. Ist das safe? Also Robby muss reinbestehen. Robby muss callen. Robby ist euer Teamleader, macht's aus unter euch. Okay, Robby hat bestätigt, es wird Mirage gespielt. Das Match geht jetzt los. Wir werden in der Pistolenrunde mal die gute Vicky verfolgen. Das lasse ich noch nie zuvor. Also es geht jetzt los hier. Wie da steht. Sleepy hier auf dem A und es geht alles Richtung B. Geht um alles in diesem Match. Es wird der B-Go, die sprechen sich noch ab, die T's, aber jetzt wird gerade Gas. Da wird jetzt kommt der Zorn, jetzt kommt die unendliche Wut. Mad Smoke hier von Joker, wichtiges Smoke. Wie ist die Deckung? Farbrep hat gecallt. Naja. Guck mal, was der Ace macht. Die sind schon raus. Oh, Ace. Oh, er macht nichts. Das Schweine-Aim des Jahrtausends. Joker. Und jetzt ist Farbrep in der Küche, kann er was machen. Und die CT ist erwischt. Oh, stark, was die T's da machen. Flux TM ist mit dem Herzchen präsent, ja. Sieht gut aus, die T-Biss. Oh, die kommt. Oh, Vicky sticht! Vicky sticht auf! Sieht sehr gut aus. Farbrep in der Küche und Kösep im Haus. Flawless die Piste. Die Jungs werden sich jetzt nochmal richtig abklatschen. Starke Runde.
Ganz stark KB, aber mit den Smokes auch. Aber das sieht man auch, dass Robby da richtig trainiert hat im Bootcamp. Ultra gut Time to Go. Kann man auch nicht halten. Das sehen wir hier die UMP. Da sehen wir den Ball, die P90, drei P90 und UMPs. Zweimal UMP. Das sieht man. Das wird ein schneller Argo. Der hat die Map übrigens mit Steuerung, ne? Ist ja auch noch. Joker hat hier seine Special Smoke. Das ist der Argo. Das ist der Argo. Oh, die machen es verzögert. Vicky auf dem A-Spot. Unter Holz wird da gedeckt. Joker smoket jetzt gleich irgendwas ab. Oh, da kommen die seriösen Smokes, das gucke ich mir an. Oh, kommen die seriösen Smokes. Oh, ja. Unglaublich viel trainiert. Und Sleepy schießt. Sleepy schließt schon aus ein bisschen. Sleepy ist schon Mitte fast durch. Ja. Sleepy kann jetzt callen, es wird AO, das wird interessant. Guck ich mir an, was der Tappen jetzt macht. Alle und die CTs, die pushen von hinten, Da ist es eine Holzmog, aber... Was macht die Wiki da? Unterm Holz. Unterm Holz, da kommt der Go. Und es gibt den Go, es gibt Gangtime auf A. Oh, ist das seriös, was die Leute machen? Grüße mit einem Frag. Bombe liegt schon mal safe. Und Atomnet ist grauen. Naja. Sleepy kann auch noch was machen hier aus der Action. Nein. Fabrip, aber vielleicht jetzt. One shot! Oh. Können sie holen. Coolant, Low AP, Fabrip, wenn er den da macht unterm Holz. Unglaublich starke P90. Und Fabrip ist auch nochmal da. 3 AP, Coolant. Wenn er den Coolant holt und den Flux jetzt ein Headshot. Aber ein knapp. Aber war okay für die Eco. Ich bin erstmal auf Kabel. Könnt ihr mir bitte nachher schreiben? Niemand interessiert das. Was? Achso, ja. Günni ist weg. Günni, halt dein Schandmaul. Aber gute Eco eigentlich für die CTs. So, noch eine Eco jetzt hier. Nehmen wir jetzt vielleicht mal ein kleines Spiel von den CTs. Guck mal rein ins Team. Vicky, was callt sie? Gehen wir mal auf die Vicky. 2B. Standard auf. Also, das ist ziemlich Standard. Die TS besprechen sich noch, geht jetzt Richtung Mitte. Sieht nach Mitte aus. Ja, mit der Man. Cool, jetzt mal kurz, ob das sieht nach dem Arzt aus. Defensiv. Oh, sie fahren Switcher und sie ahnen uns nicht. Grüßep und Vicky. Oh, die fahren lassen nichts. Die stehen ultra out of position. Die wissen nicht, die wissen nicht Bescheid. Oh, jetzt ist der Kontakt. Oh, da Raphael ist. Guck das mal ins iFlex an. Ja. Vicky ist safe im Action, wartet auf die Mates. Wo ist denn der Dönerspieler? Oh, Vicky macht den! Oh, cool, ey. Vicky, ganz stark, Vicky. Cool, end kristallisiert sich ja als Madfragger raus. Oh, die Nate. Oh, Fabrep, schön. Fabrep! Oh, ach du Scheiße! Was macht denn der Fabrep da? Der Schweizer aber noch mal einen. Tetten muss ich jetzt aber richtig beweisen. Denn da im Contact gegen Vicky gleich. Vicky 7 HP. Hallo? Er weiß eigentlich, wo alle sind. Er weiß. Ich wurde gekickt wegen Inactivity, hallo? Er weiß, wo alle sind. Ja, da join nochmal rein, ich mach das aus. Und änder Passwort, das weiß im Stream. So, ja. Oh, ist das spannend. Wir müssen jetzt hier das radiomäßig kommentieren. Kommt jetzt Döner raus. Wenn er Döner rausspringt, dann macht er den Gott-S-Move. Er macht es wirklich. Aber Fabrik, oh, jetzt Vicky. Eieieiei. Vicky muss den Headshot setzen. Das ist krass. Geil, die Eco. Und Vicky holt's mit dem Instant-Headshot. Vicky, einfach zu krass für die Dudes. Hast du es umgestellt, Erik? Ich bin gerade dabei. Passwort und kein Kick. Ja, hab ich. Diese junge Dame ja auch mal den Invite kassiert, hier von irgendwelchen großen Female-Teams, weil... So, ja, wir sagen Vicky mit 6k am Spawn, entscheidet sich aber dagegen, eine Waffe zu kaufen. Ja doch, Vicky bespricht sich noch mit dem Team, was da gekauft wird. Noch keine Waffe am Start. Oder ist es Sleepy 90? Es ist der kleine Argo, Sleepy allein. Jetzt Sleepy, mach den ersten, mehr! Da muss er mehr machen, Sleepy. Sleepy aimt wie ein Bot, aber stark, Vicky macht auch wieder ihren Flag. Ja, guter A-Hold hier von den CDs. Treppe, Kösep hat den Intel, er weiß es nicht. Er hat ihn nicht gehört. Oh, wenn er jetzt Get Right rum geht's aus. An den Tetris-Boxen. Kommt da das Backup? Fabrik mit der AWP, er weiß auch nicht, was passiert. Oh, da kommt die Smoke, da muss er noch rechts rumziehen. Da muss er einfach runterpushen. Aber er traut sich nicht, Ultra-Defensiv, was die mit dem Lord geben, aber da kommt er rum mit dem Frag. Der macht einen. Aber guter Frag vom Fabrik. Vom Schweizer Talent hier, guter Frag. Naja. Ja, also interessantes Spiel, also das kann besser werden als das erste. Naja, doch, ist schon sehr ausgeglichen. Sehr interessantes Game, ja. So, die TS, die forsten rein, können fast einen Full bei. Wenn wir aber die Leute präsentieren den... ja aber auch die Premium-Messer hier, auch Fabrik mit dem Karambit-Slaughter, damit geht halt rein. Ja. Also vom... Oh, das wird B mit Hass. Da wird. Boah, oder wird das ein Split? B, oder? Einer über Mitte geht das. Einer über Mitte. Natürlich der Match-Frag. Und der Ace ist alleine auf B. 3 auf A. Backstabber. Da geh ich direkt mal auf Ace drauf. Ace aber gut abgesmoked da. Gut gemacht. Naja, Flash nochmal gegen. Also dann seht ihr schon, das Niveau ist hoch. Beide Teams konzentriert, hier geht's natürlich auch um viel Geld.
in bei Turnier hier. Oh Ace, das, den muss er doch sehen. Oh, da sieht er ihn doch. Guter Frag. Jetzt muss der Call eigentlich kommen. Gute Flash auch, stark. Mickey down. Das machen sie. Oh, und die sehen nichts, Jungs. Er macht den zweiten. Oh, ist das schön. Also Ace ist super seriös im B. Oh, jetzt kann er noch einen machen. Oh, mit den Jumper. Aber Ace hat, er muss beide gesehen haben. Er muss da callen, dass es der B-Go ist. Auch Richtung B. Oh, die Nate, die tut weh, die tut weh, die Nate. Ein HP. Das sieht gut aus. Da kann man sich eigentlich mal den Flash-Kill, kann man sich mal antrauen. Da muss eigentlich gecallt sein, dass man nach B geschoben wird. Und sie schieben nach B. Da muss eigentlich gecallt sein, dass Flash-Kill möglich ist. Gibt jetzt mal eine Mitte. Sie schieben B, Köstep ist geschoben, aber die T's sieht so aus, als würden sie nochmal Richtung Mitte also aufbauen. Also Vicky gibt ja auch die... hätten ultra seriöser Backstepper in der Mitte. Ich denke mal, was ich den Fabre jetzt schmecken lassen. Vicky, man sieht aber auch... Und, veranlasst nichts. Fabre aber auch... Fabre konnte auch wieder callen, dass da was im Untergrund passiert demnächst. Ja, das ist wichtig, die Anlage. Ace, guter Fred schon wieder, mit einem HP macht er den Fred. Also super Runde von Ace, Road to... Jetzt muss Fabre eigentlich gecallt haben, dass da die Action Richtung B aus wieder geht. Ja, die T's versuchen dann nochmal zu also auch nicht mehr Aufbau viel Zeit. Zu machen, aber da kann man nicht mehr viel machen. 20 Sekunden, dann müssen sie saven und sie saven. Zwei, das... Nee, nee, oder? Ja, ja, sie brechen ab. Sie müssen eigentlich saven. So, komm nochmal im Untergrund und machen den Akku auf Doom. Ah, ja, Fabre stark. Der letzte ist, auch im Untergrund. Ja, die CTs, die standen diese Runde absolut so seriös. Stark. Ja, Kosep schon da runter, drop runter. Nichts. Also Vicky scheint hier die richtigen Reads zu haben. Die Calls passen, das Team steht gut. 3-2 für Team Vicky schon. Die CTs wurden zwar in der ersten Runde überrascht, aber danach haben sie sich absolut erholt und jetzt sehr starkes Lineup. Ich denke mal, das ist einiges möglich. Mit einer Eco jetzt eigentlich. Joker konnte die AK saven, versuchen die anderen zu forcen. Die machen die Eco. Nein, die machen die Tech-9 Man-Eco. Man sieht ja die Tech-9, das ist gut. Zwei AWPs bei Team Vicky. Ich denke mal, es geht wieder Richtung B. Das sieht nach einem... mit unendlicher Wut. Oh ja, ja. Mal gucken, ob der Ace da wieder steht. Gucken, ich gehe direkt auf Ace. Ace mit der Smoke. Oh, die Nate, die tut weh. Oh, die tut so weh. Jetzt muss er rein, jetzt muss er reinhalten. Ace, mach den ersten. Nein, den ersten. Geht in die Reload? Aber komm doch mal weg. Man-Frag hier von Joker. Vicky jetzt, Vicky! Vicky oh, der war nicht drauf. Und Vicky ist down, die Runde ist weg. Joker legt safe hier raus. Wenn Köstep den jetzt macht in der Mitte. Ich habe BP, 3 gegen 3, also das Smash ist unglaublich geil. Köstep macht den Frag. Sleepy, Sleepy mit der Arbe. Oh, ich war endlich ein Schwein. Oh! Er war's da. Noch Joker, da kannst du ja keinen. Er weiß, wo er ist, er weiß es. Hat er ihn gesehen? Oh, stark, Fabrap. Starke Runde von City, die 9 sieht das Comeback, der Terrors. Gut Reh geholt. Joker, gute Frags, aber es reicht halt nicht. Also die CTs haben auch viel trainiert. Gute Teamwahl, gute Teamwahl auch von Vicky auch. Anscheinend Fabrap sehr stark mit der AWP bis jetzt. Ist auch Top-Fragger für sein Team. Wichtiger Spieler, ja. Schlüsselspieler an dem Team. Wenn wir den Team-Captain bei Team Robby ganz unten auf dem Scoreboard mit 0 Frags sehen. Ja, Robby ein bisschen mehr so. Gehen wir doch mal alle auf den Robby und gucken uns an, was der jetzt mal ansagt da für sein Team. Er hat den Buy. Ich gehe auch auf den Robby, da muss ich jetzt eigentlich mal präsentieren. Ja, ist dabei. Und da müssen sie aber auch mal ein bisschen rekommen, ja, die T's. Naja, Robby, erstmal mit der guten Smoke. Wir gucken mal, wo die hingeht, die Smoke. Die Smoke ja, bleibt auf der Bank liegen. Direkt Smoke von Robby. Wichtige taktische Smoke. Ich glaube auch, so ich Robby geht durch die Smoke. Gesehen. Ja, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Robby, er weiß, wo der Gegner ist. Er ja, weiß er nimmt genau. Die Wand an. Er bleibt seriös, er bleibt cool. Und er kriegt den Hit von der AWP von Sleepy. Da hat er sich auch erschrocken, das hat man schon gesehen. Ja, aber er aimt. Oh, er hittet aber. Aber er readet es nicht. Aber er gibt es nicht. Aber jetzt schieben schon alle CDs auf A. Die Call ist gegeben. So, also der Fabrep hier mit seinem Game. Der ist echt stark. Noch ein. Durch. Joker, er testet sich. Oh, Sleepy macht den Backstep. Ja, aber der Plant geht durch, oder? Der Vicky macht den Backstep. Ja, ja, ja. Wichtig. Ah, und er macht zwei. Oh, er macht nur einen. Aber wieder die Runde. Fabrep unglaublich. Wichtige Beiround. Schweizer Nationalspieler hier. Ja, Robby hat da leider ein bisschen die Smoke verpeilt, die war ganz klar daneben. Da lässt ja nichts anbrennen, der junge Mann. Also Robby muss jetzt auch langsam mal irgendwie umdenken. Also mit viel Gas scheint irgendwie nicht zu klappen. Ja, das war jetzt mit Smokes, da kam die Smoke von Robby. Ich gehe jetzt mal nochmal was anderes kommen. Wieder bei den TS. Oh ja, da ist natürlich den Loser-Bonus. Ich gehe jetzt mal auf den Fabrep die Runde, das interessiert mich, was der hier präsentiert jetzt mal. Das sieht ja, wieder nach Argos aus und Fabrep steht da. Er steht da mit AWP. Er geht auf Entry. Geht unendlich da. Oh, die bauen wieder, wieder auf mit Smokes. Naja, sie werden sicher die unglaublich krassen Smokes hier. Ten und Robby gehen schon im Haus vor, die anderen bauen auf mit den Smokes. Wenn Sleepy jetzt Döner moved, aber... Coolant und Joker mit den Smokes, mal gucken, wo diese landen werden.
Hat die Nate war ein bisschen zu früh. Morgs fliegen. Ja. Gucken, wie sich die Tierset entfalten. Enter Haus ab. Gute Flash. Gute Flash. Und jetzt muss aber auch der Go kommen. Wo liegen die denn, die Smokes? Die Smokes sind noch gar nicht raus. Ja, dann überzähl die nicht gesmoked und hat er natürlich... Oh, schon wieder zwei. Wichtiger muss Spieler. Muss halt CT gesmoked sein von den Jungs. Sonst war das nichts. Man sieht da auch ein Forest ein. Aber das wird doch keinen sehen. Vicky hat da, glaube ich, nochmal einen gesehen im Haus und da pusht einer CT-Spawn durch, das ist der Ace. Und jetzt hat er den Intel, dass es nochmal B wird. Ten auch mit dem Frag. 3 gegen 3, der Forster. Und es wird B. Vicky pusht die Mitte hoch, wird der Contact haben. Vicky pusht rein, beleuchtet. Und? Oh, guter Frag von der Vicky. Und 13 HP, da muss Robby auch mal den Refrag präsentieren. Das Duell der Teamleader. Robby gegen Vicky. Vicky low HP und da macht Robby seinen ersten. Wichtiger Frag, um wieder den Score auszugleichen. Ein krankes Game. Und jetzt muss es B werden. Sleepy hat den Read, er geht Untergrund. Er kann jetzt beide machen. Stark, was Sleepy da macht. Geht so, Sleepy Robby, aber er steppt zu viel. Aber Robby hört's nicht. Robby hört's nicht. Was und Robby geht weg. Robby macht sich direkt auf zusammen. Mad Flash. Mad Nate. Und was machen sie jetzt? Sie wollen save in 20 Sekunden, das reicht nicht mehr. Natürlich. Ja, das reicht nicht für einen Blend. Die Calls von Robby gefallen mir auch nicht. Das ist viel zu überhastet. Aber geht's noch mal? Die können es nochmal schaffen, die können es nochmal schaffen. Die gehen nochmal B durch! Robby mit dem Das kann reichen, wird die Bombe. Robby hat die Nate, er hat die Bombe. Wir müssen es raffen, dass er direkt liegen muss. Ja, ja. Er legt! Er muss ihn abschießen. Ist das stark? Und Fabre, bist du? Ich bleib mal auf dem Fabre, was macht er? Er hat ihn gesehen. Er schießt. Und über kurz kommt der Sleepy. Sleepy hat den Intel. Sleepy. Oh, er hat nicht nur einen HP. Der ist down. Mad Flash. Fabre, Bushalte. Der lässt auch Tedden nicht an. Und Tedden. Ein Schuss. Tedden. Da. Alter. Oh, Tedden, aber Ultra Frag da. Ultra Fickshot. Da war aber mehr drin, ey. Naja. Spannendes Match. Ultra knapp Runden. Aber echt gut nochmal vom Robby da das Time-Management am Ende. Wie er da sieht, dass es genau noch eine Sekunde reicht, da die Bombe zu planen. Ganz stark vom Robby. Das war stark vom Robby, ja. Der präsentiert sich doch nochmal was. Das war Fabre wieder. Ein bisschen festhalten, das da irgendwie. Fabre wieder ultra stark mit der AWP die Runde. Das ist unglaublich, was der junge Mann hier präsentiert. Ja, da ist auch schon der Smack-Talk im Chat. Ja, das sind natürlich einige Spieler, die sich da immer nicht zusammenreißen können, ja. Vicky scheint ihre Position zu switchen. Sie hat den Read, dass es B wird, Vicky. Vorher A-Spielerin, Fabric wieder mit dem First Pick. Fabric ist der Endgegner. Sie haben halt ihren Boss gefunden, denke ich mal, ja. Wenn sie dies veranlassen. Und da wird wieder zu. Also noch aus dem Untergrund, Fabric, wichtige Flash. Das slowt die Thesen ein bisschen runter, aber. Er schiebt auch direkt. Ja, sie schieben zurück, oder? Bombe bleibt noch allein zurück. Sie bauen nochmal neu auf, ja. Ich denke, sie ziehen sich nochmal zurück und bauen nochmal neue für A auf. Ten pickt einmal gegen die Mitte, das aber Fabre keine gute Idee. Ja, das ist wirklich eine schlechte Idee. Fabre, der aimt da rein. Kann er ihn machen? Verschießt einmal. Aber da kommt noch mehr. Oh, und Ten macht den Frag. So, jetzt kann es aber rein und jetzt muss Robby auch mal die Mates ein bisschen pushen. Das geht über Mitte der Go. Vicky hat den Read, geht. Pushen war kurz. Sleepy und Vicky. Oh. Vicky kann einen machen. Vicky macht einen wichtiger Frag. Na, da stehen die CTs auch einfach zu gut. Da ist die Absprache im Team besser. Ich weiß nicht, was Robby da macht, wo er da hinbangen möchte. Aber die Nate ist gut. Robby wird schon abgeaimt. Er hat's gehört. Naja, da passiert nichts. Dann haben wir nur noch 10 gegen 4. Das kann er holen. Starker AWP. Oh, knapper Schuss. Verschießt. Oh, nochmal. Verschießt noch einmal. Hat er da gepusht? Nein, das reicht. Oh, Sleepy. Rechts. Das kann er holen. Oh, kann er holen. Oh, kann er holen. Ist das Tetten? Oh! Ein paar mehr Hits und das wäre einfach nur krank. Oh, erstmal nachladen. Setz dich nochmal hin, Junge. Und jetzt nochmal. Der rüttelt sich nochmal. Oh, da wird gecallt, Death bleiben. Guter Call von der Vicky. Die Zeit läuft gegen ihn. Links hat er's. Ja, ja. Ach du lieber! Ja, aber es ist knapper als das Score sagt. Also ja. Die Runden sind sau knapp. Naja. Ja. Robby mal ein bisschen aus sich rauskommen mit den Calls. Naja. Scoreboard auch relativ ausgeglichen. Wir sehen, Fabre eskaliert da natürlich komplett, während Robby ein bisschen hinterherhinkt, aber ansonsten sehr ausgeglichen auch auf dem Scoreboard noch hier. Ist doch nichts gewesen hier. Und wir sehen ein Fullby bei Ten, während sein Team nochmal rein. Nochmal die Ecke macht, ist wieder B. B mit unendlichem Wut. Da stand der gute Ace bis jetzt immer stark, smoked auch wieder ab. Ich geh mal auf Ace. Gut smoked. Oh, da kommt der B-Rush. Er macht ein. Gut, ist gut geaimt. Oh, der Nade rein. Oh, da wird's ein bisschen too late. Schlechte Nade. Kann er noch einen machen? Er macht noch einen. Boah, stark der Robby. Also, er ist absolut krasser B-Spieler.
Naja. Ja, ja. Ace, da ist kein Vorbeikommen. Super, Tedden super, mit dem Ball. Super gestanden. Jetzt allein gegen 5 mit der AK. Er probiert jetzt sicherlich nochmal die Clutch Round. Er sieht einen Köse, aber er schießt nicht. Flawless Runde für die CTs. Auch gut, dass wir bis jetzt noch keinen Hogwarts Glitch gesehen haben. Habe ich auch noch nicht. Naja, hab ich auch gewundert. Hatte ich eigentlich nicht gerechnet, dass da was kommt. Sieht man, wie ernst die Leute das Spiel nehmen hier. Es geht um viel in diesem Match. Da sind die Leute schon seriös unterwegs. Jetzt müssen wir die Eco machen hier. Eigentlich kann Team T kaufen, ja. Aber nur Robby kauft, obwohl 6K, 5,8K. Eine Eco, ja, obwohl alle Spieler über 5K haben. Ja, also da ist noch die Absprache fragwürdig. Gut, man bedarf die Calls nicht hinterfragen von Robby. Ja, und da kommt wieder die Atommate. Der entscheidet, wann er gekauft hat. Ace hält wieder rein. Wieder, es ist wieder Ace. Er spielt aber auch immer gut. Oh, aber Joker mal mit dem Frag. Und Vicky räumt auf. Sie haben den Spot können legen, aber Flux ist noch AFK. Legt jetzt die Bombe für Haus. Wir haben den Spot. Das kann die Runde sein. Das ist doch seriös. Jetzt aber kurz. Oh. Und Kösep Ultra Frag. Ja, das sind Kösep, das ist too much. Ja. Joker jetzt noch. Jetzt kommt Fabret wieder. Naja, das brennt nichts an. Das ist wieder knapp gewesen. Hätte, ja, hätte einer kurz abaimen müssen, da kam Kösep einfach von kurz und macht die zwei One-Clicks. Schade. Mit Waffen hätten sie vielleicht die Runde holen können. Jetzt mal gucken, drei Leute mit 10k wird da gekauft. Oder ist das noch die Eco? Es wird Mr. Watchout Butt hat gesubbt. Vielen Dank dafür. Grüße dich. Vielen Dank. Und da wird endlich gekauft bei 11k auf dem Konto. Jetzt? Joker jetzt auch. So, jetzt müssen wir also langsam brauchen die T's noch mal ein paar Runden hier. Es ist immer knapp, aber es reicht nicht ganz. Vicky hier mit der Deagle. Was, wie heißen die Deagle denn? Was ist denn da los? Das würde ich bitte noch nicht einblenden. Also Vicky wollte ich mir auch mal fragen. Coolant mit der Smoke. Was, oh, er fehlt die Smoke! Er ärgert sich, er springt in die Luft, schneift in die Decke, aber es wird A. So, Argo, da gehe ich direkt auf Sleepy, was kann er hier machen? Oh, A ist aber auch schon A. Kösep steht da, Kösep steht. Oh, aber Refract von Joker. Es ist wie ein Kriegsfeld gerade. Ace macht wieder ein. Und jetzt Sleepy auf dem Spot. Er muss ihn machen. Doch haben. Oh. Oh, er hat ihn. Robi, eben auf dem Boden. Und da ist die Runde auch schon wieder gegessen. Flux, kann noch was machen? Flux, oh. Oh, aber ja, Fabio, der ist einfach too much heute. Ah, ja, Fabio ist, wie gesagt, der Endgegner. Das stimmt, das Amy nicht. 10-2, das sieht jetzt doch relativ eindeutig aus hier. Der Robi muss da echt mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Er muss doch mal die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen mehr machen für sein Team da. Muss er, und Sleepy fordert ja irgendwelche Befehle für sein Hacker-Team. Wird natürlich nicht nachbekommen. Sollte sich noch einmal wagen zu chatten. Was? So, Vicky, da sehe ich die Aber den Vicky Deagle kontrolliert Namen. Das Geschehen hier. Ja. Da kann ich nicht nachvollziehen, warum sie da dieses Nametag drauf hat. Muss man dann auch mal fragen, was da passiert ist. Team Robby scheint aber eingesehen zu haben, dass da gegen den Ace auf dem Baseboard nichts zu machen ist. Es wird so nochmal der Argo. Alle überhaus, Sleepy pusht rein. Oh, Sleepy pusht rein, aim. Er macht einen, aber wieder der Refrag. Und da musste Arge Calls jetzt die Smoke, gute Smoke, die spielen so perfekt mit CDs. Kommt die Nate, und er sagt so Hello an. Naja. Hat aber recht, er hat recht. Im All-Say. Ah, baut die nochmal um, nein. So, es wird sich noch besprochen, Robby hat auch keine Die tat weh. Wo ist denn Robby? Oh, Vicky macht den Backstep! Guckt's euch an! Aber die Reden ist schon. Coolant steht da. Oh, Vicky stark. Vicky, der Vegan-Krieger. Ah, leider schade. Gut, aber low gehittet. Da ist es 4 gegen 3. Da können die Terrors die Runde auch mal holen. Aber langsam brauchen sie. Sie müssen die Runde holen. Ja, hier ist der Go. Ich bin auf Fabret drauf. Robby, schön. Robby, wichtiger Frag. Jetzt Fabret. Jetzt sind nur noch Kösep und Fabret. Das sind die beiden Top-Trainer. Das sind auch gute Spieler bei den Leuten. Und drei Mann mit low HP da. Fabret vom CT-Spawn. Fabret, jetzt muss er kommen. Kann jetzt CT ausschließen. Oh, da kriegt er durch die Smoke! Kösep schon mit dem ersten Track. Jetzt muss Fabrik einfach durch die Smoke, genau. Eins! Aber in dem zweiten. Aber er readet ihn. Oh, er schießt daneben! Kösep, der kann es immer noch holen. Lower P da hinten, er hat den. Oh! Oh! Er darf nicht zeigen! So cool! Er zeigt sich! Aber er macht es, Er holt die Runde, wichtige Runde für die Terrors. Im Robby testet sich nochmal an. Müssen sich jetzt auch nochmal umarmen und dann nochmal sich gegenseitig pushen. Da sollte Team Robby sich wirklich mal pushen, ja? Also die brauchen hier die Runden. Ja, jede Runde müssen die gratulieren. Das braucht man. Und jetzt vielleicht noch ein, zwei Runden holen.
10-5 wäre dann echt nicht so schlecht. Cool, präsentiert also das M9-Stalker. Ich habe auch schon ja, sehr starke CT-Runden gesehen vom Team Robby. Ja. Also da ist noch nichts vorbei. Ja, wir wissen, dass sie mehr das können, wieder ja, aber gerade kleine Schwächelphase. Wieder A, da gehe ich direkt wieder auf noch mal A Sleepy an, das hat gut funktioniert. Das kann Mr. Sleepy da callen, er ist im Haus. Coolant macht die Smoke. Mit. Gucken wir mal, wo die gut. Smoke vom Coolant hingeht. Gute Smoke hier von Sleepy, er spielt defensiv oben im Haus. Coolant macht die CT-Smoke, sieht so aus. Ich flieg der Smoke mal hinterher, mal schauen, wo die hingeht. Die CT-Smoke von Team Robby bis jetzt lag nie so gut, da wurde immer durch die Smoke gepusht. Vielleicht kann der Coolant da mal ein bisschen was dran ändern. So. Wann wurde da der Go gecallt? Bei 1.20? Wann wird geworfen? Da ist noch einer ein bisschen am B-faken, der Ted. Ted flasht jetzt hier. Mad Flash. Aber Team Wiki kauft es nicht, sie bleiben A. Sleepy pusht gleich Action rein. Er pusht rein und sie stehen da mit den Nades. Aber Flux. Guter Go, aber guter Entry. Nice. So, die Smoke. Hoch, oder? Die Smoke liegt kacke für CT. Aber das reicht. Gute Flash hier. Coolant. Und Joker Flashback ist ultra weiß. Oh. Ich sehe einfach, ja, halt seh einfach nur, wie er sich den Arm vors Gesicht hält und down geht. Und Coolant guckt so und lacht sich ins Fäustchen. Wieder sensationelle Flash. Oh, gut, er kann liegen. Jetzt ist Smoke weg, aber jetzt kommt Farbrill, von CT. Er wird nicht gemietet. Oh, die Nade ist gut von Coolant. Ach du Kacke! Ninja. Er nadet Ninja. Da müssen sie seriös machen und da wird es nicht reichen. Und jetzt der Flaxi. Ein Flax. Er ist bekannt für seine Clash-Rounds. Ah, ja. Da war er drauf, aber Farbrill ist zu stark heute. Ach, wieder knappe Runde. Also kriegen immer die Bombe down. Es ist halt immer. Ja, muss man aber auch sagen, die Flash von Coolant, ob die hätte sein müssen. Da muss man sich nochmal hinterfragen im Team. Und wir sehen, wir gehen in die letzte Runde. Team Robby mit wenig Geld. Also so ein Elf-Jahr, denke ich. Ja, da ist es jetzt Runde, sie müssen forcen. Schauen, ob sie das sehen. Joker und Eiflex veranlassen einfach nichts. Und Joker macht die wichtige Eco in der letzten Runde. Wichtig vom Joker, wichtig. Aber er kauft nochmal, Stellt sich doch noch die OMP zu kaufen, obwohl er 3,8k hatte. Und es wird B mit Hass erfüllten Zorn. Und da steht der Ace. Und gehen wir nochmal auf den Ace. Aber er ist zu spät. Nicht überwinden. Oh, wichtiger Freund kommt hin. Schnell den Spot eingehen. Wiki ist bekannt. Wiki ist down. Wiki ist down. Und dann müssen sie sich ins Spot. Oh, die Nate. Nate. Atom-Nate. Und Ace pusht Küche. Robby pusht Küche rein mit der Flash. Robby macht es aber stark. Er müsste nur jetzt ziehen. Oh, er hat Angst. Bombe liegt. Ja, da traut Robby sich nicht. Oh, da ist auch Robby auch zu unkonsequent. Das reicht dann auch nicht. Was ist denn noch mit dem Farbe los, Alter? Denk mal direkt. Oh, da muss er doch gekurzt sein auf Spot. Oh. Joker, da brennt aber auch nichts an. Da sind halt die Coolant, ich kann noch was machen. Vielleicht noch mal. Oh, schade. Nein. Aber da, sie machen die beiden First Picks, aber sie machen die zwei First Picks. Da sticht es zu. Farbe, aber hat er sich auch verdient nach dem Game? Ja, ich denke schon. Also man hat gesehen in der ersten Halbzeit extrem dominant das Team Wiki. Ja, da wird sich. Naja. Gibt es den Halbzeit Trash Talk? Ja, wir haben doch wieder gesehen, die T's machen die beiden First Picks, aber dann stehen sie einfach zu schlecht gegen drei Leute da. Kassieren die Single Picks und dann war es das halt. Da müssen wir besser absprechen. Man weiß auch, das Team spielt ja nicht sehr lange zusammen, ja. Das ist schon. Guck mal, Martin Wiki, was callt sie da für die Pistol? Das sieht nach einem Tech 9 B-Go aus. Fast Full Tech 9 bei in der Pistol. Und das wird aber auf B. Wer steht da B? Wer steht da B? Ich gehe direkt Tedden raus. Und Robby. Tedden und Robby. Robby in die Box. Da kann der Ninja Boost! Oh, der mit dem Kit! Tedden hat ein Kit! Tedden, wo ist er? Oh mein Gott! Tedden! Du Scheiße! Er macht den Ninja! Und da wird direkt gechattet! Was ist da passiert? Er zieht den Ninja durch! Was ist da passiert? In der Pistole ist das eine coole Sau! Riesen-Call von Robby! Riesig! Ach, ich glaube, Scheiße! Das kann gut sein, dass das Team Wiki das jetzt absolut wegtiltet. Das kann das Comeback sein! Action-Go mit Boot! Wie sieht's aus? Wie ist besser? Das sind die Terror-Tag 9! Reload, die treffen mich nicht! Was passiert da gerade? Flaxi! Flaxi mit 4, unglaublich stark auf 90 Spieler. Das ist ein starkes Comeback von den CTs. Machen Sie den letzten Frag noch.
Da ja. Oh. Und da sind die CTs nochmal da. Da ist Team Robby nochmal da. Runde. Ist das stark hier? Also das Game. Da kann alles passieren. Macht eure Pro-Streams zu. Das höheres Niveau gibt ja nicht. Er kommt das kann echt das Comeback sein. Davon Ten einfach in der Piste. Einfach so. Einfach so. Einfach bitte, so. Da muss man ja auch die Boards haben. Ja, also das ist ein. Das ist, keine Ahnung, das ist. Zeichnet ein Spieler auch aus, ja. Das ist halt auch dieser Schweizer Instinkt, auch der Ten aus der Schweiz, internationaler Superstar bei sich im Land. Ich bleib jetzt mal auf dem Ten drauf. Es ist Mr. Ten, der wird gekauft. Oh, Sleepy. Bitte nicht da los, Sleepy. Aber ich weiß auch nicht, warum die CDs da nicht nachkaufen mit UMPs und Scouting. Wir haben doch gelegt. Schlechter Call von Robby. Oh, der zweite Feldstart seines Lebens. Sieht er ihn noch, Connector? Oh, er kann nichts cool machen. Cool, dann stark. Jetzt wichtig gegen zwei. Flaxi hier noch. Oh, Leute, dich, kommt er weg. Er kommt weg. Cool in dem Döner. Aber hat die ganze Information, dass alle mit sind, hat alles gesehen. Flax jetzt. Oh, sie durchspielen kann ansagen. Ich baut nochmal neu auf für B. Bricht sich ab mit Kürzett, man sieht es. Kürzett, er flasht sich selber. Wichtige Flash. Vicky macht den Backstep, oder? Ah ne, Vicky allein mit der Bombe. Und jetzt geht's da aber auf sie den steppt B. Aber der Ten steht da, er hört es. Aber Ten, er hat sich bewiesen. Oh, die hat... Oh! Wichtiger Ehe! Aber er sieht sie. 8 HP. Mach den Frag! Ten ist da, macht er den zweiten. Grüße! Stark! Oh, Ten! Danke, Ten. Der kommt nochmal Reh, der junge Mann. Da kann man auch mal klatschen. Ja, wie gesagt, ich hab's euch gesagt, CT ist hier, Team Robby, CT habe ich sie im Bootcamp gesehen, ultra konzentriert. Wir haben sich den Ninja direkt einstudiert in der ersten Runde. Also ist so groß. Einfach Niveau, in der ersten Runde kann man mal machen. Aber damit rechnet echt kein Mensch in der ersten Runde der Ninja-Spot. So, wir sind jetzt wieder eine P250 EQ hier. Es geht nochmal A raus, da gehe ich direkt mal auf den guten Flax. Wo ist er denn, der Flax? Pusht er da Haus rein? Oder ich geh mal auf Cool End. Oh, er geht weg. Ah, er geht Treppen. Ah, gute. Oh, nein, Flax. Sleepy mit dem Frag. Auf. Jetzt geht's A raus. Cool End. Sleepy. Macht einen, den zweiten hat er gesehen. Bombe liegt aber schon. Die Bombe liegt. Kann er den zweiten machen? Macht den Frag. Starke Eco von der Terraus jetzt schon. Sieht er noch mehr? War da ein bisschen zu motiviert. Immer noch hier eine Scout. Okay, sie haben den Spot. Treppe ist da einer. Ace. Robby kann nicht die Treppe runterbogen. Und jetzt das 3 gegen 3, die T ist noch immer mit Pistolen, da kommt von CT der Ten. Den ersten. Oh, Schweine eben bei Ace. Ah ja, Vicky down, Vicky ist down. Macht jetzt den zweiten. Das reicht so nicht. Es reicht. Aber starke Eco-Runde von den Ten. Die kommen echt nochmal rede, Jungs. Sleepy mit dem guten Push. Hier sehen wir aber noch echt, dass Mirage bei hochklassigen Spielen echt eine stark unausgeglichene Map ist. Die CT-Seite hier viel, viel stärker. Ja, aber das Team Robby muss jetzt auch wirklich stehen, ja. Die müssen seriös abaimen und müssen einen guten Teamzusammenhalt haben. Dann könnt ihr hier auf jeden Fall nochmal rekommen. Ich denke mal, der Ninja Defuse in der ersten Runde bei Ten, der hat da echt ein richtig gut das Ende reingepusht. Richtig Adrenalin getankt. Wir sind jetzt hier die Doppel-Ave bei den Ds, Sleepy und Farbrep. Es wird ein Argo von Team Vicky. Es gibt das Mitte-Duell. Und Flaxi gegen Sleepy. Oh! Guck mal, Sleepy mit der Connector Smoke. Flash. Sieht er nochmal rum? Aber Flax hat den guten Winkel, er hat den Winkel. Ne, Sleepy geht weg. Sleepy macht's gut, er geht weg. Und das sieht nach einem Argo aus. Sleepy wird jetzt in die Mitte geschickt, um abzulenken. Ja. Er geht jetzt in das B-Haus. Während Farbrep langsam in das A-Haus vorsneakt, kann er aber vielleicht einen Pick machen. Oh, da ist aber auch Coolend alleine, also stehen sie nicht gut auf A gerade. Der Farbrep, oh, der kann ihn machen. Ah, ne. Sleepy macht hier den Backstep, kann er vielleicht mit einen holen? iFlex, oh, wenn Coolend jetzt Treppe. Mad Flash! Und sie machen beide nichts. Oh, ist das knapp. Ja. Da gibt's den Argo, Zugriff. Und Farbrep, er hat den Intel. Auch mit Gas. Oh, Joker. Farbrep macht ihn. Das sind bekannt. Ace, er kann nicht machen. Sleepy macht auch einen. Jetzt Vicky. Jetzt iFlex. Er macht ihn. Flax im Jungle. Vicky gegen Coolend. Oh, low HP. Aber Vicky kann legen. Das ist 3 gegen 3. Viele mit low HP. Aber von CT kommt, das ist nicht gedeckt. Von CT kommt denn. Und er macht den ersten, er macht nicht den zweiten. Er kann das klatschen, er ist heute, oh mein Gott, er hat Ten, oh, er macht's wieder! Und Ten, er ist nicht hier. Er glaubt, er will einfach nicht. Er sticht rein! Er sticht doch rein, Ten! Ich möchte das mal kurz hervorheben, Mr. Ten, er traut es sich und er sticht noch zu. Also man kann auch sicher sein, dass er irgendwo in der Schweizer Top League landet, hier nach dem Spiel.
Aber er rastet echt komplett aus, er kommt so re, er macht jede Runde macht er 2-3 Flex. Aber er ist aber auch der seriöseste Spieler der Welt, ja. Er benutzt halt überhaupt nicht die Chatfunktion, er lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, ja. Er macht einfach sein Spiel. Mit seinem gelben Avatar, ich denke mal, er sitzt auch so da, wie sein Avatar da veranschaulicht gerade. Man weiß, Ketten, er ist der internationale Superstar im eigenen Land. Im eigenen Land. Also oh, die Nate, wenn er jetzt da reinhadet. Tetten, ja, Mad Oh, die schmeckt so, die ist so lecker, die... Oh, nee, down. Also Tetten ist, glaube ich, jetzt noch nicht mehr zu besiegen. Ich gehe auch noch mal auf Tetten drauf. Oh, Farbe, mach du Wallbang? Tetten, no, AP! Oh, Tetten on fire! Mad Frick! Er schießt einfach vor, es ist mir egal! Aber beide low AP! Dann ist es jetzt Joker am Ende. Flaxi nochmal, aber Flaxi gefällt mir auch hier auf der CD-Seite. Also sucht Spiel hier vom. Wo ist er denn Flaxi? Weil ihm weiß, es ist extrem angespannte Situation. Jetzt muss der Joker. Oh, Joker jetzt mit dem Molo. Der brennt. Der brennt lichterloh, der Sleepy. Der muss raus. Küche. Oh, der. Meta E, oder? Oh, er fehlt die weg. Alle low HP. Oh, jetzt Spot, Spot. Das muss bekannt sein. Oh, Joker. Ja. Die kommen nochmal her, die Jungs. Du Fuck, Spiel. Ist schon mad, weil Tetten ist jetzt da. Durch diese zwei Diffuse, also. Da wird auch reingechattet im Chat. Tetten verteilt nur Bretter. Also Tetten, die beiden zwei Diffuses, die haben dem jungen Mann echt gut getan. Sagt also, falls ihr der dreht es auch, ja. Dieser junge Mann. Da kann man sich als Mausboss auch mal engagieren, ja. Wenn man da mal bei junge Talente will, dann kann man ruhig beim Tetten auch mal anfragen. Wie gesagt, Schweizer Nationalspieler, international bekannt, vor allem im eigenen Land. Naja. Kann man auch als Top-Team mal anfragen. Und wir sehen wieder den Bay. Haben wir immer gelegt. Oh was? Joker. Der war mal drauf in der Mitte, der Fabrep. Joker, da will er aber den Madback machen mit der AK gegen die Arme. Aber er face noch mal rein. Oh, es wird echt knappe Geschichte hier. Langsam ist aber auch der Respekt da. Doppelt Döner abgesmockt, da muss man auf Nummer sicher gehen. Kösep arbeitet sich hier kurz vor, da wird er auf Robby treffen. Nee, Robby hat Angst, der geht zurück, Robby. Willst du jetzt safe machen? Nee, in der Mitte ist der Go. Jetzt wird sie etwas tun. Das Sleepy. Hat er den Intel, dass er da close steht? Joker? Er sieht ihn. Oh, den ersten. Oh, stark vom Joker. Joker, wichtiger Frag. Jetzt gegen Farbrett. Jetzt gegen den Matt Fragger da. Mach doch noch einen. Er aimt kurz. Er aimt wieder unten. Farbrett. Oh, was macht denn Ace da? Er guckt nicht. Und er macht den zweiten Joker. Und jetzt gegen Farbrett. Oh, stark. Starkes Teamplay. Die CT leben wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Vicky da allein über kurz mit der P90. Da wird sie nichts dazu tun können. Das doppeln sie auch wieder perfekt. Boah, dieses Callsfeuer ist das geil. Robby hat jetzt hier die Calls in der zweiten Hälfte. Und Kösep im Nuki-Eck. Aber Joker weiß Bescheid, er schießt vor wie ein Arsch. Und er macht ihn nicht! Kösep hier gegen 4, das kann er nicht machen. Mit 19 HP. Oh, jetzt kommt die Nate von Flux, aber die geht jetzt nichts. Boah, Robby. Boah, die kommen aber echt nochmal ready, Jungs. Naja, das wird hier noch eine enge Sache, du. Fabrik macht jetzt auch nicht mehr die Mad Frags da. Ich glaube, da muss ich mal eben eine Minute pinkeln gehen. Tja, dann mach ich Wobby. Jetzt geht natürlich weiter hier. Aber wir sehen, CT ist das Geld ist locker in den Hosentaschen vom Tedden mit 10.500 Dollar und der AWP und Full bei. Oh ja. Wenn das bei angespart. Team Vicky wieder in die Eco geht und es wird B mit Hass. Aber wie viel ist da ist der Call von Vicky. Fabrik muss sich ja wieder präsentieren. Direkt auf Robby. Mit dem Mad-Molo jetzt hier. Robby? Er muss ihn werfen. Er macht es nicht. Robby, er veranlasst einfach. Och, Robby. Aber Joker steht. Joker noch. Mit dem ersten. Joker, der muss jetzt hier noch einen machen. Oh, Gott, er kann keinen zweiten machen. Wo ist Tedden? Da ist Tedden. Tedden ist da. Oh, im Haus. Solange Tedden lebt, kann ihm noch alles passieren. Was ist das für ein Headshot? Vicky im Haus! Oh, Tedden sieht ihn nicht! Jetzt, Döner rein! Tedden! Oh! Tedden verschießt! Wo ist denn der Flux? Da muss der Flux auch mal kommen! Er kommt von hinten! Sleepy und Tedden! Das ist der Retake! Oh, er pusht rein, stark! Jetzt Tedden gegen Sleepy, das Duell der Giganten hier! Tedden pusht raus! Boah, was ist Frack? Und Sleepy ist im lächerlichsten Frack seines Lebens! Das kann... Sau wichtige Runde vom Sleepy da! Ganz wichtiger Frack! Die wichtige 13. Runde! Sie holen da tatsächlich die Eco. Sauguter Call von Vicky da an dieser Stelle. Einfach mal Tech 9B. Ja, Robby, da muss er den Bolo natürlich auch werfen. Muss auch sich die Flames gefallen lassen bei sich im Team. Oh, da kommt die seriöse Smoke hier von Sleepy. Noch mal ein bisschen die wird aber nicht kommen, weil er die 128 Tick Smoke wirkt. Och, doch, die liegt. Oh, der liegt aber sehr gut an der Sleepy, der weiß doch. Der Cool End, er steht da ultra close. Ultra Posi, ja. So, oh, da kann er zwei machen.
Soll aber da was machen kann. Geh ich jetzt mal auf Coolend. Also da. Ich bin mit der Flash. Aber Coolend, damit können die unmöglich rechnen. Oh, die Flash! So eine geniale Flash! Aber Sleepy checkt nicht! Bombe! Er macht ihn! Flax ist oben! Und jetzt Firebrand! Bekannt. Oh, da kommt aber schon Backup. Das sind aber sie, die schon da, die sind da. Aber auch so gut. Oh, Flax! Ja. Stark! Flax mit dem. Oh, jetzt auch. Oh, oh, da sind die Zitis zu hastig. Und Ted. Da sind sie zu hastig. Ted alleine. Das stimmt, die Absprache. Ted alleine, macht er wieder Ninja. Er macht eins. Der Hausspieler hat nichts mehr. 4 HP auf Habrib, 4 HP. Er hat keine Smoke diesmal für den Ninja. Der macht das seriöse Aim up. Ich glaube, er kann. Oh, Spade. Spade leider daneben. Oh, die Nate, die tut ihm weh, die tut ihm richtig. Spot, hat er ihn gesehen? Er hat ihn nicht gesehen, Er hat ihn nicht gesehen? Nein. Papa, für ein Haus, schiebt doch mal komplett über Action. Wenn er den macht, wenn er ihn gemacht hätte, er hätte durchziehen können. Das sind 2 Low HP, das ist unglaublich, was hier passiert. Aber damit rechnet er nicht. Wichtigen Backstep. Oh, jetzt alles weiß er, aber er weiß Bescheid. Er hat die Smoke! Er weiß es nicht! Ted, der Fuse doch, Junge! Fuse, du Schwein! Er macht wieder Ted, ist die Legende des Tages. Ted, einfach nur Raute 3. Wer kennt ihn nicht? Der ist auch sehr krank. Ted, dritter Ninja Defuse des Games. Ted, Nummer 1 der Welt. Das ist schon bekannt. Da muss man. Da möchte ich aber auch mal hinterfragen, wieso Fabrep da nicht früher pusht. Wenn er weiß, dass er Ten hier der Gott der Ninja Diffuses ist, dann muss er schneller aus der Action rauskommen. Und er chattet wieder nicht. Ted, der Matchmaker. Er kommt nicht an seine AWP. Er kommt einfach nicht an seine AWP. Doch, hat er jetzt. Hat er sie? Ja. Also ich denke auch, dass das jetzt an die Zähne des Game wird. So, jetzt muss Vicky natürlich mit einem guten Call auftrumpfen. Wir sehen, Vicky springt ein bisschen auf dem Fernseher rum. Also kann sich eigentlich schon das Nip Klantik reinmachen, der gute Ding. Der erste Schweizer. Im Disco-Bereich, der ja richtig was reißt. Oh, die pushen ja mit runter. Ein paar Schweizer Organisationen zu denen ein bisschen sponsoren, ein paar Jacken und Mützen. Und jetzt hätten eine Actionfigur oder so. Also unglaubliches Talent. So, was sehen wir jetzt? Boah, was ein Freak. Und Ace hat keinen Bock mehr, er pusht einfach. Ten ist auf B. Kann der Ace was machen gegen Ten? Oh, Ten moved stark. Oh, er moved stark, Ten. Kann Ace was anderes? Ace hat den. Ten down. Das ist das 14-11. Nein. Führt den Wiki. Flax jetzt noch hier mit dem ersten. Oh, also aber Ace pusht Wiki schon in die Küche rein. Hat er den gehört? Es war den zweiten. Das Ace macht hier eskaliert der Chat komplett. Macht die Mad Flash hier. Gute Flash eigentlich. Sleepy schaut aber nicht rein. Und Fabrep steht. Ja, da ist das Team Wiki am Ende konsequenter. Da sieht man schon noch einen kleinen Klassenunterschied. Obwohl das ja ein sehr extrem spannendes Match ist. Also doch kein Klassenunterschied, aber wie gesagt, Team Vicky ein wenig konsequenter. Team Robby jetzt mit der absoluten Full-Eco. Coolend entscheidet sich für die Bison. Und sie forcen rein, sie haben keinen Bock auf den Draw hier. Sie gehen auf den Win. Also sie gehen auf den Win, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe hier mixed mit Max 7, MP7, UMP und Bison. Sleepy gegen Joker. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn ein Team ein Comeback schaffen kann, dann wissen wir, dass es Team Robby ist. Und es ist wieder der Ninja. Es ist wieder der Ninja Diffuse. Guckt euch Ten an. Tatsächlich, bei Ten. Ten ist tatsächlich Robby. Ten ist zornig, ja. Und die Bombe geht Richtung B. Es ist der Bigo. Jesus im Himmel, wenn das durchgeht. Mein lieber Scholli. Oh mein Gott. Mein liebes Lieschen, das mit B. Vicky läuft durch. Und Vicky hat ihn gesehen. Vicky sieht es. Oh, macht den Frag. Ted, ein wichtiger Frag. Jetzt wieder umgehen. Oh, ihr macht ihn nicht. Aber ist es doch. Ey, Robby, hallo! Ja, Robby kann sich nicht antesten. Die Ego ist real. Aber da holen sie den Forceball. Die Forceball-Runde. Der macht aber auch auf dieser Ninja-Pose noch 2 Leute fast. Ja, und da ist Robbys Maus leer. Das kann auch mal passieren in einem internationalen Turnier. Eine Maus ist leer. Ja, das ist natürlich, als Team-Cap muss man halt vorher auch mal die Batterien von seiner Maus checken. Das darf natürlich nicht passieren. Da war ich auch gerade live drauf, wie Robby da einfach geradeaus an den Gegner vorbeiläuft, ohne zu schießen. Ja, da muss man halt. Ja, Robby ist ja am Spawn. Oh, das wird der Aargau des Hasses. Rechnen die damit? Coolend steht da. Flax pusht Haus rein. Oh, sie sind schon raus, die Jungs. Oh, Ace, die machen die beiden Fricks. Joker macht einen. Ja, da können die Cities auch nichts machen. Joker wehrt sich jetzt hier nochmal ein bisschen. Jetzt, so Ted kommt CT, versucht er nochmal den Ninja. Da sehen Sie ihn, da sehen die Bombe liegt perfekt für ihn. Nur auf Ted drauf. Er smoked die Bombe, er probiert's! Er testet sich an. Ach du liebes Lieschen, er probiert's! Der Fuse durch.
Wie scheiße! Er zieht sich durch! Er zieht es nicht durch eine Sekunde! Er macht vier Ninja Defuses in einem... Was passiert hier? Was? Was ist das hier? In einer Hälfte! Eine Sekunde! Er ist nicht durchgegangen? Nein! Ist nicht durchgegangen! Ich hatte die Augen zu und habe einfach reingeschrien. Scheiße! Eine Sekunde und der wird geholt. Es ist noch nichts vorbei, also ich denke, das war jetzt der Matchpoint. Aber ist der Draw schon safe für Team Wiki? Vielleicht sehen wir hier diese unendliche Overtime hier, um 10.000 Euro Turnier. Das wäre natürlich richtig krank. Ich denke mal, auch auf Ten, er probiert nicht den Ninja diesmal auf B. Wo ist denn Ten? Was probiert er jetzt? Er ist auf A. Ten hier nur mit der Pistole. Und Ten, aber er hat Smoke und Kit, da hätte er vielleicht mal B gehen sollen in die Runde. Sieht Richtung B aus, da gehe ich direkt mal auf Herrn Robby, aber Robby moves. Oh, Hoku, was macht der Joker da? Was macht der Joker da? Sie machen den Hogwarts-Spot. Ja. Ist er drin? Er ist drin. Er hat die Posi absolut. Er kann alles ansagen. Er kann ansagen, was auf B passiert. Lux down, jetzt hier einer der besseren Spieler. Er guckt nur durch die Wand. Kann aber nichts callen, er geht raus. Er hat da keinen Bock mehr drauf. Macht sich fort. Wurde Tedden, wurde er gepusht? Aber Kompliment an den Joker, dass er da nicht hängen geblieben ist. Coolentchen auf B, aber es geht Richtung A. Guter Call. Unendlicher Ball für Vicky. Farbless, da haben wir Kontakt in der Mitte. Über den Underground. Ten, er geht weg. Gut, da wegzugehen. Und es ist A. Vicky geht mit Sleepy tatsächlich A über die Action. Ja, und es ist ein wichtiger Call, weil da ist nur Joker auf A. Da ist tatsächlich niemand auf A. Ace testet sich jetzt an, Connector. Mal gucken, was da passiert mit Joker. Wenn Joker nicht komplett... Joker muss in dem Moment weg. Oh, das wird jetzt eng. Das ist natürlich Time Luck. Er kassiert die Hände. Er macht noch einen. Und Robby kommt von hinten. Macht da auch was. Aber er rennt nichts an. Tedden kommt, zählt sie mit der Smoke! Tedden! Oh mein Gott, er ist auf dem Klo! Die gehen alle weg und hinterher ist Wüste! Aber nein, sie pushen da auch. Jetzt muss er doch da drauf bleiben. Niemals facen Tedden. Tedden wird da nicht viel machen können. Es war ein sehr, sehr intensives Match. Hat er da mal Ninja-Tutorial gesehen? Er muss einfach da bleiben, Köstet von links vorbeilaufen lassen. Pusht. Oh, er reelt es. Oh! Er macht den ersten. Er hat die Smoke gepickt! Aber er findet sie nicht. Er probiert es! Ihm ist es egal. Hallo, was machst du? Da kommt das Knife vom Farbrett. GG, Jungs. Sehr, sehr krasses Game. Da müssen wir nochmal festhalten: Farbrett mit 39, 3, 15. Droppt fast die 40er-Bombe hier, 96 Punkte. Starker Spieler. Sau starkes Game. Also die beiden Schweizer haben das hier angeführt bei sich im Team. Die beiden Team-Captain. Talente. Beide Team-Captain mit 8 Tracks am Ende. Sehr schwache Leistung. Krasses Match, Jungs und Mädels. Krasses Match. So hat man lange nicht mehr gesehen auf den Finals.